Hallo meine Lieben, willkommen auf diesem gutduftenden Kanal. Mein Name ist Angelina Baciuli und ich bin wieder nicht zu Hause. Das sieht aus wie ein Wohnzimmer, ist aber leider nicht mein Wohnzimmer. Ich bin hier auf der Serjov Yacht in Cannes und das ist jetzt hier mein offizielles Intro. Wir sind heute angereist. Ich bin total fertig, Bad Hair Day, und ich habe jemanden getroffen. Hier, einen Kaffee in der Hand. Den lieben Kai. Hallo, wie geht's dir? Ja, gut zu beiden selber. Ja, auch sehr gut. Also wir haben jetzt hier heute echt ein paar Düfte schon getestet. Und das Krasse ist hier einfach, wir haben jetzt von Sergio tatsächlich Torino 23 als Tester mitbekommen. Hast du schon getestet? Ich habe ihn schon getestet, Ja, ja, natürlich. Wir werden aber noch nichts verraten, ne, Leute. Ja, ich würde sagen, viel Spaß bei dem Vlog. Ich nehme euch jetzt hier auch gerade mit, weil es gibt Neuheiten, Leute. Es gibt Neuheiten, komm mit. So, habt ihr mitbekommen? Torino 23, ganz neu. Dann kommt noch ein Alexandria 2 Anniversary. Wie schön ist bitte dieser Flakon? Diese Schönheit ist nicht in Worte zu fassen. So, und ein neuer Tony Iommi kommt raus in einem schwarzen Flakon. Alles hier hinter Glas. Und die finde ich ja selbst sehr, sehr schön. Wir haben hier zwei neue Casamoratis. Ja, Leute, ich werde euch mitnehmen. Ich werde euch versuchen, überall mitzunehmen. Da hinten liegt mein Handy. Ich muss gucken, dass das nicht wegkommt. Und dann, ja, viel Spaß bei dem Vlog. So, meine Lieben, ich habe jetzt hier jemanden getroffen auf der Serjov Yacht. Und zwar ist das... der Robin von der Firma Pernod. Aus der Schweiz. Aus der Schweiz. Wir sind ja ein kleines, feines Nischenhaus aus der Schweiz in Basel. Und unser Konzept ist ein bisschen, jedes Parfüm hat so seine eigene Persönlichkeit. Also wenn man zum Beispiel sich unmoralisch fühlt, wenn man amoral, wenn man großzügig sein will, Hansa. Mhm. Und ja, ich bin jetzt sehr, sehr geehrt, von der Madame Patchouli interviewt zu werden. Jeres ist auf meiner Seite. Vor allem, die sind auch sehr stark. Ich habe die ja in Mailand getestet und da ist das Wort Beast Mode definitiv angebracht, würde ich sagen. Habt ihr das so beabsichtigt? Ja, ja, wir wollen halt nicht jedes Mal eine Tanzperformance hingeben, wenn man quasi ein bisschen draufsprühmüllt. Ja, ja. Sondern ein, zwei, genau, mindestens. Ein, zwei Spritzer sollte eigentlich reichen. Ich sag mal, ein, zwei ist mal genug. Ja, okay. Genau. Und dann hält das den ganzen Tag und der ganze Raum riecht nach dir. Genau, also sag mal so meistens 12 Stunden auf der Haut, aber auf dem Kleid und nicht noch länger. Also 12 Stunden ist schon eine Ansage, ne? Ist schon eine Ansage, aber ich stehe dahinter. Das ist Schweizer Qualität. Schweizer Qualität, genau. Kai Pochten ist neuerdings geht auf den Strich. My dear, my name is Angelina Patchouli and I have the honor to be here with... My name is François. I'm the owner of Jovoy Perfume Brand and Stores and Jeroboam. My followers know that when I am in Paris, the first address I am going to is the Jovoy Perfumery. I'm in love with this perfumery. Yeah. It's really amazing. And next time you come, give me a call. I will welcome you myself. Oh my gosh. I will book a ticket to Paris like next week. Okay. Yeah. I probably will be there. I heard in social media that you have a bug problem, bad bugs in Paris. Is it true? Yes, it's true. It's becoming like a big thing. But don't worry, not where you're going to sleep. It's okay. Gonna be fine. Okay, in the Ritz. I hope the Ritz has no bugs, bad bugs. I don't think they do. But the topic of today is... perfume, and I have and patchouli. If you want, we can talk for patchouli for patchouli a long. From Jovoy, it's up to you. Yeah, I love patchouli in my perfume. Named myself like that, but I have yes. a lot of questions. Do you see any trends coming up in the niche perfumery in the next year? It's a very, 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 very good question. I was surprised because here we're in Cannes, so we have all our partners from all around the world, and we're about half the way of the fair. What I hear is a lot of fruity, but that's not very original, to be honest. Yeah. Fruity has been here for a while. Mm-hmm. Actually, these fruity notes were not a hunting place for us. It was not for the niche in the beginning. I think it came in the game like 10 years ago maximum. Mm-hmm.
We see a lot of woody amber heap, but that's the market as it is today. Mm-hmm. I see a lot of leather coming back. Okay, interesting. Quite interesting. Mm-hmm. And leather, not the Russian leather, more the jacket. The leather from a shoebox, you know, when you open it, something like that. Yeah. I see a lot of experiences on tropical notes. Mm-hmm. I tried the mango oud last night, mm-hmm. and I said, "What from can Gritty? You know?" Yes, I know. She knows everything. Oh, yeah. I find it super sexy. Yeah. To be honest. Yeah, and it's different, kind of different. I think so. It is attractive because it's not the usual concept. Fruity cocktail, something like that. We it's, have. It's like you have boring. Good, she has good taste. Yes. You have good taste. Thank you very much. What else? I think iris, unfortunately, is going a bit down. Vintage mm-hmm. is going a bit down. Mm. It might come back at some point. It's all about memory. In 10 years, you're 22, but when you're going to be my age... I'm 22. 22 and a half. Well, but when you're going to be at the end of another cycle and you'll reach 32, you might have nostalgia of, so we don't know. I have a question for you. Mm-hmm. What kind of trend do you see in the market right now? I would say it's the trend of oud is like over. All right. It's like. Oud is dead? Oud, because we had oud in so many fragrances and it was like just the name was oud and then they tried like to create something oriental and at the end it was like everywhere and then mainstream, even if it was not mainstream, but now it's mainstream like with other scents. I don't want to say the name of the telling you. But for me it's like it's woody, but not the normal woody. It's not fruity. Okay. Because some say more fruits next year, but for me it's like, how can I say it? It's like a mix of woody, not spicy, and like incense. Okay. I love incense. Amazing. And I think it would be maybe like the sweet incense woody mix without fruits. I think we have a brief for the next perfume. Yes, Angelina Patchouli something. Good. So, yeah. That's thank deal. You very thank much. You very thank much. You very thank much. Thank you. Thank you. Have a great day. Bye. Bye-bye. So, meine Lieben, wir sind jetzt hier bei Montal. Für die mich kennen, die wissen, ich bin ein großer Fan der Brand, der Marke. Und schaut euch einfach mal diese Aussicht an. Ich meine die Parfums, nicht das da hinten. Nein, Spaß beiseite. Ich bin jetzt hier wirklich sowas von, wie soll ich das jetzt sagen? Ich habe sehr viel Parfüm geschnüffelt, ganz viele Neuheiten auch. Und ihr wisst ja, dass Montal sehr stark ist. Dementsprechend ist meine Nase auch sowas von damaged jetzt gerade. Aber ich möchte dir jetzt ein paar Neuheiten zeigen. Achtung, Kameramann, da hinten steht was. Das ist eine Neuheit, Lucky Candy. Ich finde den Flakon super süß. Ich finde ihn so süß. Es gibt ja Leute, die mögen keine Montal-Flakons wegen dem Aluminium. Ich bin ein Fan davon, die sind schön leicht, kannst du immer mitnehmen. Jetzt aber was zum Duft. Jetzt denkst du dir, Angelina, was redest du über den Flakon? Wie riecht der Duft? Ja, würdest du jetzt gerne wissen? Nee. Ich habe jetzt vorhin eine sehr, sehr gezuckerte, schöne Rose bekommen. Das ist aber keine typische Rose. Das ist wie so eine Art, so eine helle, aufgefrischte Rose, die tatsächlich dieser Farbe hier entspricht. Also ja, First Impression alles, ne? Also wie der Duft sich entwickelt, weiß ich noch nicht. Dann mein Liebling, Leute, mein Liebling. Und zwar ist das Holy Neroli. Ist jetzt ein bisschen blöd, dass der Sommer jetzt rum ist. Das hätte einfach der heiße Sommerduft sein können. Es ist wirklich eine Orangenblüte mit Neroli, Overload, natürlich hier Beast Mode wieder. Ich habe den gesprüht und dachte nur so, ich bin im 7. Neroli-Himmel. Also richtig, richtig schöner Duft. Dann haben wir hier auch Montserrat. Du kannst dich mal umdrehen. Und dann sieht man hier hinten Montserrat. Wir haben hier auch ganz viele Räume. Also es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Apartment. Hier Montal,
Und genau, was hatten wir? Welchen Duft? Weiß ich das noch? Ich habe jetzt so viel getestet. Ich glaube, das war der hier, ne? Ich muss jetzt hier gucken, dass hier nichts runterfliegt. Amore, ey, das war der. Das war der. Die Tochter von Montal, von dem Herrn Montal, hat mir erzählt, wie dieser Duft zustande gekommen ist. Und zwar war sie in Sizilien, war das. Ich glaube, das war Sizilien. Und da hat sie einen Kaffee mit Vanilleeis gegessen und Amaretto war da noch drauf. Ja, und sie fand den einfach so gut und hat gemeint, hey, ich muss das Ganze einfach in einen Flakon packen. Und das ist bei rausgekommen. Und Leute, wirklich, also ich bin sprachlos. Ich bin kein Fan von Gourmand-Düften, aber der hier ist, ich glaube, wir müssen jetzt aufhören, weil sonst drehe ich jetzt hier komplett am Rad. Aber ich glaube, ich werde mich jetzt hier heute nochmal komplett damit einsprühen, auch wenn der jetzt biestig unterwegs ist. Ich möchte einfach, dass Kann heute nach mir riecht, nach mir und Monsera. Leute, habt ihr eigentlich schon, ist euch schon aufgefallen, was jetzt hier auf meinem Mikro drauf ist? Ich habe jetzt hier die ganze Zeit reingequatscht, aber ich habe hier extra was für Kann produzieren lassen, und zwar hier Patchouli TV. Das werde ich jetzt jedes Mal mitnehmen, wenn ich euch auch mitnehme auf die ganzen Vlogs, die wir machen. Und ihr habt jetzt gesehen, dass wir haben hier Dekoration neben mir sitzen. Den lieben Kai haben wir. Und ich freue mich wirklich sehr, dass wir jetzt hier ein bisschen was aufnehmen. Und zwar sind wir gerade bei Oja. Oja? Oja? Wie spricht man das? Ich glaube Oja. Ja, also erstmal danke, dass du danke, dass du mich hier besucht hast in meinem privaten Anwesen in Cannes. Ja, hat mich sehr gefreut. In deiner Villa hier direkt am Meer. Ja, genau. Und wir hatten ja auf jeden Fall gerade eine super coole Präsentation mit Oja. Das ist ja eine Marke, die schon jetzt seit diesem Jahr tatsächlich auf dem deutschen Markt auch zu haben ist. Haben ein bisschen was zum neuen Release gesehen, was im November kommt. Mhm. Aber heiß, muss man sagen. Das wird sehr heiß, das Release. Mega heiß. Ja, ich liebe den Duft jetzt schon. Ja, und wir haben aber auch ein paar sehr coole Layering-Kombis hier gezeigt bekommen. Genau, und die knallt, diese Layering-Duo-Kombi. Und die wollten wir euch auch zeigen, damit ihr wisst, was gut ist. Wir haben hier einmal Red Temptation. Und was hast du, Kai? Ich habe hier Stallion Soul. Und es wurde uns eben so gezeigt, man nimmt so eine Base immer. Mhm. Ja, und die Base ist in diesem Fall der Stallion Soul als sehr dunkler, ledriger, auch leicht fruchtiger Duft. Ich meine, du hast ihn mal mit Ombre Nomade verglichen. Ja, ja. So diese Richtung. Mhm. Und dann eben hast du den Red Redemption als Rose-Duft, der das Ganze noch so ein bisschen auflockert. Und wir werden es gleich riechen, aber es ist halt sehr geil, dass sich die Rosendüfte so verstärken einfach. Ich finde halt den hier auch alleine ist schon so schön. Das ist so eine schöne Rose. Also für alle Rosenliebhaber, geht den auf jeden Fall mal testen. Und wir haben ja hier auch nochmal Öl. Bei Oja gibt es ja auch noch immer Öl dazu, und das kannst du dann quasi auch als Basis benutzen, um das Ganze zu verstärken, um deinen Duft zu verstärken, um die Sillage zu verbessern. So, was haben wir jetzt hier? Das ist jetzt die Kombi, ne? Das ist jetzt die Kombi, ja. Oh, hey Leute, ich habe hier schon wieder eine Saubernote drin, und ihr wisst ja, ich sag das fast in jedem zweiten Video, es tut mir leid, aber ich liebe es, wenn ein Duft auch so eine Art Saubernote hat, aber dieses Mal hier auch ohne Moschus. Das ist dieses, wie soll ich das beschreiben, dieses Klare. Ja, so ein bisschen seifig, würde ich sagen. Genau, ja, genau. Ich finde das witzig. Ich dachte, du sagst jetzt erstmal im ersten Moment, dass da eine Gurkennote für dich drin ist. Weil ihr müsst wissen, die Angelina hat eben ja alle Düfte getestet. Und du hast original bei so drei Viertel hast du irgendwie gesagt, dass da Gurke drin ist. Ich rieche einfach überall Gurke jetzt hier raus. Ich glaube, irgendwas ist heute mit meiner Nase nicht ganz sauber. Ja, auf jeden Fall, ja. Nicht ganz sauber. Ja, aber hier tatsächlich, sehr, sehr coole, sehr, sehr coole Kombi. Und ich finde halt dieses Konzept von Öl, man muss da wirklich sagen, das Zeug ist nicht mehr zu kriegen aktuell, weil es einfach so beliebt ist. Ich glaube auch, ja. Okay. Leute, ich hoffe, wir haben euch jetzt hier so ein bisschen eine Inspiration gegeben für eine Layering-Kombi. Ich habe auch schon mal ein Video gemacht über Layering, kam sehr gut an. Ich glaube, ich werde da jetzt nochmal was machen. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ob ihr nochmal ein Layering-Video haben möchtet oder ob ihr vielleicht einen Geheimtipp habt für uns, was man gut kombinieren kann, was wir noch gar nicht auf dem Schirm haben. Genau. Und was machen wir jetzt noch? Wir gehen jetzt erstmal ein bisschen was saufen, würde ich sagen, oder? Nee, mal gucken. Ein bisschen was essen. Ja, genau.
Wir sind jetzt hier bei Spirit of Dubai. Ihr habt vielleicht schon in meinen letzten Videos gesehen, dass ich zwei Düfte schon in meiner Sammlung habe. Und es ist wirklich eine, ich muss jetzt gerade umswitchen, weil ich gerade Englisch gesprochen habe. Jetzt muss ich wieder alles auf Deutsch sprechen. Ich habe die Ehre jetzt hier, das New Release von Spirit of Dubai hier zu testen. Und zwar ist das Aja. Das ist der Flakon. Schön wie immer. Und es gibt ja immer eine Story behind jedem Flakon. Uns wurden gerade alle Stories erzählt von allen Düften. Und die Story bei diesem Duft hier oder bei diesem Aufdruck hier ist die alte Generation, die geht über in die neue Generation. Und hinten haben wir den Baum, das ist der Agarbaum. Was? Agarbaum? Auf jeden Fall bin ich sowas von geflasht. Und ja, jetzt fragt ihr euch, wie riecht der Duft? Ich habe ihn jetzt wirklich das allererste Mal getestet. Und jetzt hier in Cannes haben schon sehr, sehr viele über diesen Duft gesprochen. Ich war very excited. Und wie riecht er? Anders als erwartet. Er riecht sehr fruchtig, finde ich. Das ist aber keine zuckersüße Frucht. Das ist eher so eine zitrische Frucht. Er hat was von einem Cocktail, aber auf eine arabische Art. Jetzt denkst du dir, oh mein Gott, wie riecht das? Der Duft riecht wie der Himmel auf Erden, sagen wir es so. Ich finde es schade, dass der jetzt erst rausgekommen ist, weil ich glaube, das wäre ein sehr, sehr schöner Duft gewesen für den Sommer. Und natürlich muss der auch auf meine Haut, weil nur auf der Haut siehst du dann oder merkst du dann, wie sich der Duft entwickelt. Hey Leute, ich rieche hier, ich weiß nicht, ob das Ananas ist, aber der riecht für mich wie so eine Art süßer, gezuckerter Ananas-Cocktail. Irgendwie sowas. Wow, den willst du eigentlich fast schon trinken, aber im positiven Sinne. Es ist der letzte Tag der Messe und die meisten Leute sind schon abgereist, aber Kai und ich, wir haben uns überlegt, wir drehen jetzt hier noch ein bisschen was. Ja. Ne? Hier mit Rotlicht. Mit Rotlicht. Und nein, nee. Jetzt müssen wir aber ernst bleiben. Wir haben nichts getrunken. Nicht, dass wir ihr jetzt denkt. Wir haben ernste Neuigkeiten tatsächlich heute. Wir haben was sehr Heißes. Wir haben hier Serjof Torino 23, OMG. OMG, ja. Haben wir vorgestern bekommen von Sergio Momo, höchstpersönlich. Wie ist das denn eigentlich passiert, Antonia? Ja, krass, ne? Weißt du, weil diese Dame halt irgendwie Gott und die Welt kennt. Ich bin einfach sehr nett gewesen. Ist der einfach ganz casual, muss man sagen, in das Untergeschoss vom Boot gegangen. Von dieser extremen Yacht gegangen, hat zwei von diesen Samples geholt. Genau. Und deshalb sitzen wir jetzt hier und können das halt mal schnuppern. Ja. In die Ellenbogenbeuge. Mach wahrscheinlich mal. Am besten. Zwei Sprühstöße. Also ich habe ihn ja gesprüht heute Morgen. Das Ding ist, das ist echt crazy. Und ich bin echt happy, dass es jetzt kein, ich meine gut, Torino 22 war ja auch ganz anders als 21. Ja. Und 23 ist jetzt auch wieder komplett anders als die anderen zwei, was ich super, super gut finde. Und meine First Impression, darf ich das sagen? Ja, klar. Ich finde, der riecht jetzt für mich schon wieder sehr royal. Ja. Der hat was Königliches und erinnert mich ein bisschen an 1888 von Casamorati. Ja, mich auch. Dich auch? Ja, aber sowas von, ja. Okay, ja. Aber ich finde ihn besser. Ich finde, erstmal mega krass, dass der heute irgendwie viel, viel würziger rüberkommt auf meiner Haut. Das ist irgendwie ganz komisch. Ja. Aber ich finde den halt irgendwie, ich rieche da so helle Blüten raus. Ja. Und irgendwie sowas Seifiges. Ja, das Seifige habe ich auch. So ein bisschen Orange Flamingo Style, aber auf Xerjoff und würziger und irgendwie, einfach komplett neu. Also hätte ich jetzt so nicht erwartet, wenn ich ehrlich bin. Ich kenne die Duftpyramide noch nicht, aber ich rieche hier auch sehr viel Orange raus mit Patchouli. Ja, du musst nachher riechen. Ja, ich habe das Gefühl, da ist irgendeine sehr geile Patchouli-Note drin. Also Leute, wirklich, das ist ein heißes Release, das können wir jetzt schon sagen. Bist du in der Lage jetzt zu sagen, welcher dein Liebling ist von den dreien? Also Nummer eins, kannst du das? Immer noch 22, wenn ich ehrlich bin. Echt jetzt? Ja. Okay. Ja, weil der war wirklich so der perfekte Mix aus sportlich und elegant. Ja. 21 war super sportlich, 22 war ein bisschen eleganter und 23 ist irgendwie noch eleganter und am wenigsten sportlich. Okay, und ich würde, glaube ich, den 22er nehmen, weil er einfach überall tragbar ist. Wenn ich jetzt aber auf ein Event gehe oder ich will wirklich so High Class irgendwie da rüberkommen, dann auf jeden Fall 23. Ich bin gerade echt geflasht von 23. Ich würde sofort 23 sagen. Ich finde den so gut. Ich liebe ja auch 1888, liebe ich ja auch. Ja. Aber der ist für mich wie nochmal eine elegantere Version, obwohl 1888 auch schon pompös elegant ist. Ja, vielen Dank für dein Senf. Gerne. Zu 23 und ja, weiter geht's.
Meine Lieben, wir sind hier im Mekka der Parfümfreaks und zwar in Graz und wir gehen jetzt gleich in das Internationale Parfummuseum und komm mal bitte näher ran. Ich habe jetzt hier eine Statue gefunden, die mich widerspiegelt, wenn ich für 2 Tage verreise. Dann habe ich auch genauso viel Parfum dabei wie der Kerle hier. Und ja, hey, ich nehme euch natürlich mit und ja, viel Spaß! Leute, ich komme ja hier aus dem Staunen gar nicht raus. Ich habe gerade einen Flakon gesehen, einen Chanel Nummer 5 von 1921. Den werde ich einblenden. Und hier geht es auch weiter. Hier haben wir einen ganz alten Opium. Kennen die der ein oder andere vielleicht noch. Und ja, hier geht es immer so weiter. Also es gibt ganz, ganz viele Düfte, die schon lange nicht mehr produziert werden. Wie zum Beispiel, ich weiß das ganz viele von euch. Moment, ich laufe da jetzt gleich mal hin hier. Vivienne Westwood Boudoir. Da kriege ich ganz viele Fragen, ob ich eine Alternative dazu habe. Hier haben wir auch meinen absoluten Lieblingsduft und ich hoffe, ihr hört meine Ironie hier raus. Und hier haben wir auch Düfte von Louis Vuitton. Mal gucken, was es hier gibt. Okay, mein Liebling ist nicht dabei und zwar ist das Nouveau Monde. Wir sind hier 2013 angelangt. Und ja, hey, also wenn ihr mal in Graz seid, ihr müsst auf jeden Fall in das Internationale Parfümmuseum. Hier gibt es wirklich einiges zu sehen, zum Beispiel mein Freund. Nächste Station war jetzt hier das Molinar Museum, da wollte ich noch unbedingt rein. Ich glaube, wir haben jetzt heute 3-4 Museen schon komplett durch. Wir sind so ein bisschen fertig jetzt schon, auch mit der Nase. Und ja, ich wollte hier noch unbedingt rein und habe hier noch eine Besonderheit von Ihnen mitgenommen. Und zwar, das ist eine Version von Habanita. Ich glaube, das ist der älteste Duft von der Marke. Und ich glaube auch der älteste Duft, der orientalisch ist für Frauen. Seit 1921 gibt es den schon, den habe ich mir mitgenommen. Nur einen kleinen Flakon zum ersten Mal testen. Ne? Ich hoffe auf jeden Fall, du hattest Spaß bei diesem Vlog. Ich nehme dich immer sehr, sehr gerne mit und schreib mir gerne in die Kommentare, ob du auch schon in Graz warst und ob dir das Video Spaß gemacht hat. Lass deinen Senf unten da, lass mir einen Daumen nach oben da und ein Follow, ein Abonnement und ja, bis zum nächsten Mal.